Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Zu einem weiteren Let's Play Prey mit Paxis. Wir haben nicht mehr wirklich viel Energie, das ist meine eigene Schuld, ich weiß. Und ich hoffe ja, dass wir mehrere Ziele, dass wir wieder zu so einem medizinischen Operator kommen, der uns heilen kann. Wo kam der jetzt bitte her, der Mimik? So wie zum Thema, ich hoffe, dass wir zu einem Operator kommen, bevor wir sterben, aber vielleicht sollen wir einfach heilen, verdammt. Ach, Mann, Mann, Mann. Gibt immer wieder Phasen im Spiel, wo ich einfach zu unkonzentriert spiele und dann dadurch zu viel Energie verliere. Ich meine, wir waren bisher noch nie wirklich knapp, also wir hatten immer genügend Medipacks oder sowas, die uns dann doch noch irgendwie geheilt haben, aber irgendwie. Hä? Na komm, bring mich um. Ich habe erstens nicht verstanden, warum der da war. Zweitens habe ich nicht verstanden, warum der, obwohl ich gar nicht so nah dran war, sich wieder zurück gezaubert hat quasi und ich nicht die Zeit hatte, ihn abzuschießen. Also entweder stelle ich mich gerade mega dumm an oder ich bin einfach mega dumm. Was macht denn der da einfach so mitten im Raum schweben? Das ist mir ja gar nicht aufgefallen vorher. Den habe ich doch genau getroffen, oder? Okay, ich habe keine Ahnung, was das war. Wo ist denn die Leiche hin? Okay, ich bin gerade mehr als verwirrt, deswegen gehe ich einfach ganz schnell weiter, vergessen die Situation. Geil. Es ist echt cool, dass man einfach überall hin kann. Wird man hier belohnt dafür, dass man hier rumläuft, irgendwas zu finden? Schauen wir mal. Das ist echt cool gemacht. Liegt leider überhaupt gar nichts. Schade, aber das scheint generell im Spiel so zu sein, dass es hier nicht wirklich einen dafür belohnt, zu merkwürdigen Orten zu gehen. So, wo müssen wir jetzt hin? Da. Gehen wir davon aus, dass es jetzt abgeschlossen, das Gebiet. Guten Tag, Talos. Die Sicherheit an Bord obliegt unserer aller Verantwortung. Gut. Zurück ins neuere Gebiet. Da sind dann alle unsere Quests. Das heißt, Hauptquest können wir da natürlich weitermachen, aber auch die Nebenquests. Und ich wollte jetzt eigentlich erstmal die Nebenquests beenden oder weiterführen, weil die scheinen uns vor allem auch tiefer in die Geschichte reinzubringen. Und das ist ja eigentlich das, was ich möchte. Also ich würde schon gerne mehr über die Geschichte erfahren, über die Hintergründe, wie das mit unserem Bruder abläuft, dieser Alex, was das genau da mit diesen Tests auf sich hat, mit Dezember und January und bla. Wo es wieder diese Fake-Fertigzeit überbrücken. Wo es eigentlich noch lädt. Toll. Ich glaube, da kann ich mich jedes Mal neu drüber aufregen, wenn dieser Bildschirm hier kommt. Oh, es ist so sinnlos, Mann! Vor allem auch noch relativ lang. Vergiss nicht die speziellen Gegner aus deinem Büro zu. Ich weiß nicht, was für spezielle Gegner denn die meinen. Sorry. Hatten wir nur noch einen. Wir haben noch drei Nebenquests. Suche Alex Bürotresor Arboretum. Nimm den Quartierschlüssel. Whistleblower. Da müssten wir nicht. Da fehlt doch ein Ziel. Oder ist es ein. Ich habe keine Ahnung. Also, es sind alle markiert. Es sind alle Ziele markiert. Alle markiert. Ich bekomme nur zwei Sachen angezeigt. Naja, ist egal. Ich gehe erstmal zur Leichenhalle. Also die Frage ist natürlich, wie komme ich da jetzt hin? Also wahrscheinlich müsste ich erstmal irgendwie eine Ebene weiter nach oben und das geht hier nirgendwo.
Hallo, Dr. Yun. Scan-Vorgang läuft. Psychoaktives Potenzial laut Neuralmuster auf oder nahe Höchstwert. Okay, geil. Ich dachte, das würde mich irgendwie heilen. Ich war mega verletzt, oberflächliche Verletzungen, ja, alles klar. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf der richtigen Ebene, wenn ich das richtig sehe. Sieh genau hin. Alles, was auf der Talos 1 passiert, hat hier begonnen. Du warst am Anfang so besessen. Mein Fehler war, dich in den Mittelpunkt der Tests zu stellen. Ab da hast du dich von mir entfernt. Wir sind kurz davor zu verstehen. Weber, geheime... Keine schöne Nachricht. Moment, Forschung. Weber, Auszug aus der Psychotronik-Datenbank. Zusammen mit den Mimics zählten Weber zu den ersten Typhon, die in der Nähe von Morona 1 entdeckt wurden. Wie in Protokollnummer beobachtet, wird in großen Mimikbeständen ein Mimik anhand eines bisher unbekannten Mechanismus ausgewählt, um eine besondere Metamorphose zu durchlaufen. Der ausgewählte Mimik wird von den anderen wiederholt gestochen, wodurch er sich schnell in einen neuen Typhon Geneokratis oder Weber verwandelt. Weberschein im... Moment, wo habe ich denn mein Taschentuch da? Weberschein, wo bin ich denn stehen geblieben? Weberschein im Ökosystem der Typhon eine zentrale Rolle zu spielen, größtenteils als Vektoren für die Produktion anderer Unterarten sowie für die Substanz namens Koralle. Okay. Wollen, was sie bauen. Ich brauche nur noch ein wenig mehr Zeit. Psychotronik Leichenhalle. Wie komme ich denn jetzt zu dieser verdammten Psychotronik Leichenhalle, verdammt? Vielleicht da wieder runter, weil es schien ja dann doch wieder eine Ebene weiter unten zu sein. Meine Herren, meine Herren, meine Herren. Ich glaube, in den Laboren A und B waren wir ja schon drin, ne? Genau, das ist die obere Ebene. Da haben wir auf jeden Fall alles geklärt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hallo, Dr. Yu. Können also hier weitergehen. Materialextraktion, okay. Live-Extraktion. Gehen wir erstmal hier rein. Hier sieht es gerade ein bisschen freundlicher aus. Klingt aber von der Musik her nicht freundlich. Das habe ich befürchtet. Die Wissenschaftler arbeiteten gerade an etwas, als sie starben. Der Zugang zu den Guts ist gesperrt, wenn Experimente laufen. Sicherheitsprotokoll. Sie müssen beenden, was die begonnen haben. In den 60ern und 70ern versuchten die ersten Forschungsteams mit den Typhon zu kommunizieren. Aber das war unmöglich. Ihre Zerebralstrukturen sind hochentwickelt und zweckhaft, aber irgendwie unzugänglich. Sie haben keine eigene Sprache. Sie scheinen uns nicht einmal zu sehen. Also nicht so, wie wir uns sehen. Ich sage zwar wir, aber natürlich bin ich keine Person. Nicht so wie Sie. Untersuchungen im Gange. Lokale Verriegelung bis zum Ende der Prozedur aktiviert. Du hast einen Tipp erhalten, okay. Das ist ja Ewigkeiten her, dass wir mal einen bekommen hier. Temposcan verringert die benötigte Zeit, um einen Scan abzuschließen. Na, von mir aus. Fähigkeit Psychotronik schaltet mehr Plätze frei. Bisher brauchen wir nicht mehr als zwei. Oh, kommen wir rein? Moment. Okay, können wir noch nicht rein. Ruby Stone. Psi-Hypo-Fabrikator-Plan. Eishülse, lecker, lecker.
Moment, bei Eiselze muss ich mir auf jeden Fall durchlesen, was da steht. Wo ist es denn? Eine Dose Siskak Eiselze. Schade, ich dachte, das klingt geiler. Ein Behälter mit biologisch gefährlichen und medizinischen Abfällen. Sofort tiefkühlen oder recyceln. Ja, tiefkühlen nicht, aber recyceln ab und zu mal. Laborvorgang Phantom Genesis. Bitte stellen Sie sicher, dass sich in der Eindämmungszelle ein toter Körper befindet und aktivieren Sie die Psychoskop. Zieh die Psychoskope, bevor der Eindämmungszylinder geöffnet wird. Stoffwechsel. Untersuchungsraumsteuerung. Achtung, vor der Durchführung von Experimenten Psychoskop aktivieren. Bin etwas verwirrt zugegebenermaßen. Würde das erstmal lassen und versuchen in die. Ja, Psychotronik Leichenhalle zu kommen. Das sind wir jetzt schon. Sehr gut. Forschung abgeschlossen. Den hatten wir noch nicht, den Technik Operator, okay. Technik-Operator, Ausdruck, bla bla bla. Durch seine für die Gefahren des Weltraums Vakuums spezielle Entwicklung sind nur wenige Hilfsroboter in der Lage, mit dem Transstar Kobalt mitzuhalten. Einem Serie 410 Technik-Operator, ausgestattet mit zwei Gen-Sense-Manipulatoren und einem austauschbaren Hilfsarm, der mit einer Reihe von Werkzeugen ausgerüstet ist, gibt es kaum etwas, das der Technik-Operator nicht reparieren kann. Für schwerere Arbeiten ist jeder Operator standardmäßig mit Omni-Navigationssystem ausgestattet, was ihm ermöglicht, Frachtcontainer in schwerelosen Umgebungen problemlos zu manövrieren. Morgens Notizen, wandert auf der Station herum, hauptsächlich auf den unteren Decks, eignet sich hervorragend, um Löcher in meinen Anzug zu reparieren. Ja, was habe ich denn jetzt gerade beschädigt? Oh nein, bleib doch hier! Ich will, dass du mich heilst. Achtung! Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Lassen Sie mich das reparieren. Uhr abgeschlossen. Okay. Dann schauen wir uns mal in der Leichenhalle um, würde ich sagen. Bewege mich. Ah, Mimik, alles klar. Mach's gut. Fehler. Charakteranpassung benötigt. Operator nähert. Ich Idiot. Ich bin verhindert, Demian. Kelstrup möchte irgendeine dringende Angelegenheit besprechen. Die Wissenschaftsoperator lässt sich jeden Tag pünktlich alle halbe Stunde selbst in die Leichenhalle. Beschatte ihn und schlüpfe hinter ihm rein. Mod Fehlfunktion. Weißt du noch, wie lustig ich Alvin Broyles Filme fand, bis ich dann meine zweite Kombinatorik Neuromod bekommen habe? Jetzt muss ich nicht einmal mehr schmunzeln. Das bilde ich mir nicht ein, oder? Ich mochte die Filme doch wirklich. Haley ist überhaupt nicht begeistert. Seitdem hinterfragt sie alles, was ich mache. Wie viel Chilisauce ich nehme, wo ich vor dem Schlafengehen meine Schuhe hinstelle. Sogar meine verdammte Handschrift. Du hast doch auch den Eindruck, dass du dieselbe Person wie vor deinen Mods bist, oder? Rory. Noch mehr Nebeneffekte, oder was? Hallo? Oh, noch einer? Fuck! Ich dachte, dass nicht direkt nochmal einer hier ist. Moment, Operator, wo bist du denn jetzt? Da. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist Scheiße. Ich repariere das. Reparatur abgeschlossen. Wo denn? Ich hätte gerade noch 90 Energie oder so, ne? Richtig geil. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Oh, ist das zum Kotzen. Repariere das. Fertig. Muss anscheinend echt noch vorsichtiger sein und noch mehr gucken, wo die Mimics abhängen. Vor allem, wenn ich dann so unkonzentriert bin und mich auf so einen blöden Operator konzentriere. Mizuko Tokachi. Oder Tokashi. Okay. Hier sind wir gekommen. Ja.
Oh, ich muss da rein, wie es aussieht. Gut zu wissen. Was ist da los? Man kann das nicht hacken? Fuck! Brauchen also wirklich die Schlüsselkarte? Na gut, dann müssen wir halt jetzt mal ein bisschen gründlicher die Leichenhalle durchsuchen, würde ich sagen. Aber ich glaube, ich bin halt schon fast durch, ne? Mit dem Durchsuchen. Die Dinger gehen nicht auf, wie es aussieht. War noch bei Betrachtung Psychoskoppflicht. Guck dir mein Psychoskop an. Hä? Bei Betrachtung Psychoskoppflicht. Bewege mich. Keine Ahnung. Das Problem ist nur, wir sind jetzt eigentlich fertig, ne? Also zumindest hier unten. Es kann natürlich sein, dass wir auf einer anderen Ebene die Schlüsselkarte finden, aber das ist ein bisschen scheiße. Guck doch mal hier rein, aber meiner Meinung nach waren wir hier durch. Meistens findet man das ja, oder ich glaube sogar immer bisher hat man es bei Leichen gefunden. Ha, hier würde ich schon gerne rein. Ich komme. Gibt es einen anderen Eingang? Ich sehe gerade keinen. Ziemlich viele Tote. Also ich sehe gerade keinen anderen Eingang. Egal, wir gehen jetzt mal wieder hoch, machen oben weiter. Ich hoffe, dass wir da die Karte finden. Bewege mich. Moment, geht das nach oben, wenn ich sie reinschiebe? Ich kann es nicht reinschieben, wie es aussieht. Schade. Moment, ich kann es tragen. Ich geht nicht rein. Na gut. So, dann würde ich jetzt erstmal auf die andere Seite schauen, auf die linke. Da ging es ja auch noch weiter. Hallo, Dr. Hughes. Komm mal her. Scan-Vorgang läuft. Mentale Fähigkeiten laut Moral und der Unterricht. Das sollte helfen. Sie sollten nun wacher sein. Das ist noch so ein Medizintyp, einmal frei. Vielen Dank. Ich sehe leider gar nichts. Schleichangriff, das wurde als Schleichangriff gewertet? Geil. So langsam müssen wir wieder irgendwo hinkommen, wo wir recyceln können, weil. Ja, die nehmen uns nämlich extrem viel Platz weg. Halt, hier war irgendwas gestapelt. Was ist denn das? Mimiktumor, da ist doch gestapelt, hä? What? Die kann man stapeln. Warum werden die nicht von alleine, also automatisch gestapelt? Sind die doof? Oh mein Gott, was ist das denn? Man kann sogar mehr als 10 stapeln. What? Ach du Scheiße, toll, da brauche ich... das natürlich auch. Na toll, da brauche ich ja gar nichts Neues. Oh mein Gott. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Naja, egal. Bin froh, dass ich es rausgefunden habe. War da schon wieder Mimik zu hören. Okay, kann keiner sein.
Forschung abgeschlossen. Homo sapiens, Schwäche, sehr geil, dass es auch dazu was gibt. Mensch, sehr schön. Wie die meisten Säugetiere verfügen Menschen über ein geringes psychoaktives Potenzial. Versuche, die Hirnfunktion mit künstlichen Mitteln zu erweitern, führen im besten Fall zu temporären Ergebnissen. Können sich allerdings auch schadhaft und suchtgefährdend auswirken. Die Hinzugabe von zensiert, das aus den Typhon-Organismen gewonnen wird, schwächt vorübergehend die Struktur der neuronalen Verbindungen des Menschen und ermöglicht das Einsetzen von neuen synthetischen Neuronen, die Veränderungen im Gehirn des Subjekts begünstigen. Nach Entfernen des Serums stößt der menschliche Körper die neuen Neuronen und Verbindungen ab, wodurch das Gehirn in seinen ursprünglichen Zustand zurückgesetzt wird. Dieser Prozess kann zu Gedächtnisverlust und weiteren derzeit noch unbekannten Nebenwirkungen führen. Tja, dann würde ich sagen, bevor wir da mal reingehen und mit dem Typ reden, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat, und einen Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.